Ich war auf Kurzurlaub. Der war leider nicht so erholsam. Ich war mit Leo am Wolfgangsee, aber neben uns war irgend so ein Sportfest und da haben ganz viele Kinder ganz laut gekreischt und heute in der Früh hat sich der Nachbar über uns gedacht, der bohrt jetzt mal eine halbe Stunde lang eine Wand. Ah, okay. Entschuldigung, Entschuldigung. Außerdem habe ich extreme Stimmungsschwankungen durch meine Pille bekommen. Ich nehme diese Pille, nimmt's die nicht. Das ist eine Mini-Pille, die nimmt man durch und dadurch hat man seine Dog eigentlich nicht. Rotz mal, wer halt seine Dog gekriegt hat. Meine Haut ist am Ass. Ich hab Haarausfall des Todes. Ich hab dadurch 10 Kilo zugenommen. Und ich hab keinen Bock mehr. Ich sag's wie es ist, ich hab keinen Bock mehr. Ich rufe am Montag bei meinem Frauenarzt da, sag ihm das alles. Dann kann ich mal auch hören, dass man durch die Pille nicht zunimmt und dass man da keine Unreinheiten hat und da keine Haare verliert. Doch! Von was sonst? Von was sonst? Vor 6 Monaten habe ich mit der Pille angefangen. Und vor 6 Monaten habe ich 10 Kilo weniger gewogen. Wie möchtest du das sonst erklären? Entschuldige, ich bin insane gerade. Ich weiß, das sind die Hormone. Ich kann's nicht. Ich hab gerät, weil der Leo versehentlich eine Pfeffermühle umgehauen hat. Ich hab mich brennt. Da. Dann habe ich auch erst mal eine halbe Stunde gerät. Ich hab den ganzen Tag gerät wegen irgendwelche Sachen. Am Montag rufe ich an. Dann will ich eine andere Pille. Irgendeine, die nicht ganz so kacke ist. Und dann im Herbst lasse ich mal eine Kupferspirale einsetzen. Ist mir scheißegal, wie weh das tut. Ist mir scheißegal, ob meine Doktoren stärker sind. Ist mir scheißegal, ob ich dann nur unreinere Haut krieg. Aber ich will nicht mehr rären, weil eine Pfeffermühle umfliegt. Finde ich nicht so geil.